Zurück in Göttingen. Das ist ja ein traditionsreicher Basketballstandort. Göttingen früher, ja, als Basketball noch so als Sport galt, der vor allen Dingen aus so Studentenstädten kommt, wie Heidelberg, Göttingen. Und dieses Team heute, die BG 74 Göttingen, die macht tatsächlich nicht nur Freude, sondern sie könnte eine Sensation schaffen. Denn Göttingen ist im Viertelfinale des Eurocup. Da nehmen sie richtig Rückenwind mit. Den brauchen sie in der Liga auch, weil da sind sie momentan nur auf Rang 10. Wir sind seit 3 Jahren schon in Gesprächen mit der Lokhalle und versuchen, gemeinsam einen Termin zu finden, weil es für uns sinnvoll ist, mehrere Spiele hintereinander auszurichten. Aufgrund Terminverschiebung oder aber der Kapazitätsgrenze in der Lokhalle, was Veranstaltungen betrifft, gab es jetzt erst die Möglichkeit, im Dezember zu sagen, das passt, die Halle ist frei und da können tatsächlich dann 3 Spiele stattfinden. Und das war der ausschlaggebende Punkt für die Dezemberspiele. Jetzt nach 3 Jahren haben wir einen gemeinsamen Termin gefunden und freuen uns unheimlich darauf, im Dezember loslegen zu können. Eine sportliche Entscheidung unsererseits für die Lokhalle aufgrund der Gegner gab es nicht. Da ein riesengroßes Dankeschön an die BKO BBL, dass uns die Gegner Ulm, Bamberg und Oldenburg für den Dezember zugeteilt worden sind, sodass wir jetzt natürlich Glück haben, in der Lokhalle die 3 Hochkaräter als Gegner empfangen zu können. Für uns war es natürlich auch eine Herausforderung, Basketball in der Lokhalle zu spielen. Man muss bedenken, wir sind keine Sporthalle, sondern wir müssen für das Thema Basketball alles individuell aufbauen. Und es erfordert eine hohe Infrastruktur, wenn man bedenkt, dass man für ein Spiel ca. 2,5 Tage aufbauen muss. Die Lokhalle Göttingen ist, glaube ich, unter den deutschen Veranstaltungshallen etwas Einmaliges durch diesen sehr stark industriell geprägten Charakter und dann gleichzeitig mit den freien Einbauten in der Halle. Das heißt, das Spielfeld, die Tribünen stehen frei in der Halle. Die Lokhalle ist ein Aushängeschild und Magnet in Göttingen und der Region. Sie ist in jeder Hinsicht einmalig. In den 90er Jahren wurde die Umgestaltung der Lokhalle heftig diskutiert. Heute kann sich keiner mehr Göttingen ohne Lokhalle vorstellen. Wenn man sich andere Spielstätten in der ersten Basketball-Bundesliga ansieht, ist die Architektur der Lokhalle als Spielstätte vom Basketball sicherlich was ganz Besonderes und einmalig in Deutschland. Bis es mit der S-Arena eine sehr gute Spielstätte gab, war die Lokhalle alternativlos. Dann kam der Kultstatus dazu. Wir sagen nur Lokhölle. Und der Sieg in der Euro-Challenge war sicherlich einmalig. In der Lokhalle ist quasi diese neue Basketballbegeisterung in Göttingen nach dem Aufstieg 2007 entstanden. Das wäre wahrscheinlich woanders so nicht möglich gewesen. Und das passte eben zu Göttingen. Das war was Unkonventionelles. Das war was Besonderes. Genau wie unser Spielstil auch was Besonderes ist. Das passte gut dazu. Ich verbinde mit der Lokhalle große Intensität, unglaubliche Stimmung, Kampf, große Dramen, großartige Siege, natürlich auch dramatische Niederlagen. Die Lokhalle hat eine besondere Atmosphäre, ich glaube auch eine einmalige in Deutschland. Und ich glaube schon, dass der Begriff Lokhalle, den die Fans in den Lokhölle umgewandelt haben, richtig ist, weil es war immer die Hölle für den Gegner. Die Lokhalle war bisher für mich auch immer nur die Lokhalle. Dadurch, dass ich als Gegner in der Lokhalle war und tatsächlich die Emotionalität, die Lautstärke und das Ganze drumherum für mich als Lokhölle empfunden habe. Die Lokhölle ist vor allem eine Hölle für die anderen, ja nicht für die eigenen Spieler. Es ist alles so dunkel und finster und nur das Parkett leuchtet hell wie ein Schrein. Wir Fans sind alle so nah dran, können direkt Einfluss nehmen auf das Spiel. Ja, das sind Emotionen. Ich habe da, glaube ich, meinen größten Erfolg gefeiert. Das verspricht immer eine Riesenstimmung. Alle Clubs, die hier hinkommen, auch wenn sie wissen, es wird verdammt hart, hier zu gewinnen, finden es auch super, dass sie hier Teil dieser Show sein dürfen und werden es auch nie vergessen. Ich persönlich erinnere mich gerne noch vor 4 Jahren, WG Euro Challenge, der Gewinn. Und das war mit Sicherheit ein tolles Ergebnis. Ein tolles Event für alle Beteiligten in dieser Region. Sowas erlebt man, glaube ich, wirklich nur alle paar Jahrzehnte. Und dass sowas in Göttingen stattgefunden hat, in der Lokhalle, das war schon was ganz Besonderes. Für mich persönlich war in der Lokhalle natürlich das Halbfinale das Größte. Die letzten Sekunden, wo ich den Ball in meinen Händen hatte und einfach nicht wieder hergeben wollte, als wäre es mein eigenes Kind. Und der Fanblock im Rücken gefeiert hat. Ich glaube, so ein Gefühl, was man da hat, kriegt man selten wieder. Ja, dieses Phänomen
Das muss man eigentlich miterlebt haben, um es so richtig zu begreifen. Die Halle ist einfach die Basketballhalle Deutschlands. Ja, von daher sagt man immer, in der Lokhalle ist alles möglich. Leidenschaft pur. Unheimlich packendes Event. Sportlicher Erfolg. Laut. Tolle Stimmungen. Pure Emotionen. Die Identifikation mit der BG. Sie gehört zu Göttingen. Die Lokhalle kann man nicht beschreiben, man muss sie einfach live erleben.